Wunderschönen guten Abend, ich bin Carsten Teuber. Und ich bin Alexander Paputz. Wir sind hier in der Universität der Künste beim Bundeswettbewerb Gesang. Genau, und hier werden die Finalrunden gerade dargeboten im Bereich Musik, Tanz, Musical. Und wir schauen ganz einfach mal, wen wir heute hier kennenlernen. Und dann sage ich jetzt einfach mal Vorhang auf. Ich bin so nervös. Jetzt haben wir Maria Dana Ebansen hier vor unserer Kamera. Erstmal hallo. Hallo. Wie sind Sie denn zum Musical gekommen? Wie ging es bei Ihnen los? Bei mir ging es so los, dass ich mit 9 Jahren ins Theater gegangen bin und habe da einfach so Kurse belegt und habe irgendwann schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich auch mit 12 eine Musical-CD gefunden und dann war alles eigentlich klar. Woher kommen Sie? Aus welcher Stadt? Aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Hm? Ja. Und waren Sie auch schon mal in der Kindervorstellung vom Friedrichstadtpalast als Kleine? Nee, da war ich nie. Aber trotzdem war irgendwie der Friedrichstadtpalast das Theater, was ich so immer im Kopf hatte. Ich kannte kein anderes, deswegen wollte ich da wirklich schon immer auftreten. Große Dame, dünne Dame, dicke Dame, blonde Dame, schwarze Dame, braune Dame, graue Dame, unterhändlich den Klammern, abends schön sind alle Damen, alle Damen, alle Damen, ja! Yeah! Sind die Damen doppelt so schön, doppelt so schön. Schon mit 12 angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, also ganz früh. Und ich wollte gerne singen und Schauspielen machen und sowas. Und mein Gesangslehrer, der hat mich damals darauf gebracht, ich könnte es doch mal versuchen, Musical zu machen, so eine Aufnahmeprüfung. Und als ich dann Abi gemacht habe, habe ich es hier versucht und es hat gleich geklappt und da war ich auch sehr, sehr froh. Und sind Sie jetzt hier schon an der Universität der Künste? Genau. Ich bin jetzt im 4. Jahr. Ich werde jetzt 2005 Was haben wir denn jetzt? 13, 14? 13, ja, 14. 2014 bin ich dann fertig, Mitte des Jahres. Und dann sind die 4 Jahre rum. Das sind 4 Jahre Ausbildung. Jetzt haben wir wieder ein Mitglied der Jury bei uns, April Heiler. Man kennt sie aus der Fernsehsendung Wie bitte? Aber nicht nur, sondern sie hat auch mehrere Weihnachtsshows im Friedrichstadtpalast gemacht. Und jetzt sind Sie hier bei den jungen Talenten. Wie ist das für Sie? Es kommen einem manchmal fast die Tränen. Also so gut sind die und so persönlich und so viel Talent ist da. Also es ist sehr, sehr schön. Also die Genres, Chanson, Musical
sind ja sehr unterschiedlich, sind zwei ganz unterschiedliche Berufe. Und was da so aus ganz Deutschland an Können und an Persönlichkeiten bis hin zu Leuten, die schon eigentlich fast fertig sind für die Bühne, was so hier ist, ist das ganz, ganz toll. Und nun entscheiden Sie ja, wer jetzt nun auf die Bühne des Friedrichstadtpalastes für den 2. Dezember gehen darf. Das ist sicher sehr schwer. Es ist wirklich schwer, weil es kann gar nicht gerecht sein. Erstens sind wir 10 Jurymitglieder. Jeder kommt aus einer anderen Ecke. Jeder hat aus der Ecke Chanson, Schauspiel, Musical. Jeder hat seine eigene Sicht. Und es gibt so viele, die gut sind. Und das Beruhigende ist vielleicht, wir beenden ja mit einem Voting, was einen Kandidaten vielleicht nicht in die Endauswahl nimmt, keine Karriere, sondern wir bringen jetzt hoffentlich die besten und interessantesten auch Leute auf die Bühne. Und das ist aber eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Das ist uns bewusst. Guten Tag, hopp, hopp. Guten Tag, hopp, hopp. Qualifiziert Sie denn, in der Jury zu sitzen? Ich denke mal, mein Lebenslauf. Ich habe 20 Jahre den Job eines Musical-Darstellers gemacht. Ich war in verschiedenen Theatern in Deutschland tätig, unter anderem auch am Metropoltheater hier in Berlin. Habe eine klassische Gesangsausbildung, bin Diplom-Gesangslehrer und denke schon, dass ich da genügend Hintergrundwissen habe, um das beurteilen zu können. Nach diesem Lebenslauf, wie kommt man denn zur Agentur für Arbeit und zwar zur Künstlervermittlung dort? Die Bundesagentur für Arbeit hat einmalig eigentlich in der Welt eine Abteilung, die Künstler betreut in Deutschland. Wir sind das theaterreichste Land in Europa und haben sehr viele Künstler, aber auch Bedarf, diese dann zu vermitteln. Und ja, ich bin von der Künstlervermittlung früher auch vermittelt worden. Und irgendwann ergab sich die Möglichkeit, da einzusteigen. Und wenn man älter wird, überlegt man, ob man nicht nochmal was anderes probiert. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich meine Erfahrungen dann den jungen Menschen weitergeben. Und Sie sind in Ihrer Abteilung, welche Abteilung sind Sie da bei der Künstlervermittlung? Wir sind die Abteilung Musical, das sind 3 Vermittler. Und wir kümmern uns um alle Arbeitgeber, Theater, Festspiele, was es so gibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz und um die Musicaldarsteller. Nun ist es ja so, die jungen Künstler, die hier anfangen, da hoffen sie ja, dass sie ihre Hilfe jetzt nicht so schnell in Anspruch nehmen müssten. Wie sehen Sie das? Also die gehen ja jetzt in ihr Berufsleben rein, die jungen Künstler jetzt, ne? Ja, also wir holen die jungen Absolventen von den Schulen eigentlich auch ab. Es gibt jedes Jahr im Januar eine Veranstaltung der ZAV in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, wo die Absolventen präsentiert werden vor den Intendanten, den Disponenten, Dramaturgen, die dann später die jungen Leute einstellen sollen, sodass dort schon der erste Kontakt hergestellt wird. Und wir begleiten die jungen Menschen eigentlich dann ihr Leben lang, solange wir dabei sind, weil die Arbeitsverhältnisse an den Theatern sind eben so, Musicaldarsteller werden eingestellt für ein Projekt. Und danach ist es wieder vorbei. Bis zum nächsten. Goodbye! Goodbye zur dunklen Einsamkeit. Goodbye! Goodbye zu der Verlogenheit. Die Welt kann keine Bühne für ein Leben sein, nur auf Papier. Ich lass was war weit hinter mir. Was zählt, ist nur noch jetzt und hier. Goodbye! Nur goodbye!
war also jetzt hier der Bundeswettbewerb Gesang und zwar die Finalrunde, die Vorauswahl in der Finalrunde. Und wie hat es dir gefallen? Super, also sehr viele Künstler, gute Künstler, die unbedingt auf die Bühne wollen. Und wir werden das ja alles sehen dann am Montag im Friedrichstadtpalast. Dort wird nochmal, werden die Gewinner auftreten sozusagen und man kann nochmal in ganzer Breite alles sehen. Genau. Also wer da dann sich hier durchgesetzt hat, den werden wir dann am Montag, wie gesagt, im Friedrichstadtpalast noch einmal sehen. Und wir dürfen sogar Teile der Show zeigen. Seien wir also gespannt und schalten Sie einfach wieder ein.